Und willkommen zu einem neuen, kurz und knappen Video. Und zwar hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, vor kurzem einen Kleiderschrank einer größeren schwedischen Möbelfirma zusammenbauen zu dürfen. Und war stellenweise alleine und da hat man eigentlich nicht Hände genug für Bohrmaschine, Bits, Schrauben etc. alles auf einmal. Und vor allem auch braucht man stellenweise eine Taschenlampe. Und dann habe ich das Teil hier mal wieder ausgegraben. Altes Semester, eine LED-Lenser. Und zwar die V2 Workers Friend. Das Besondere, also ich meine, LED-Lenserlampen kennt man zu Genüge. Äußerst zuverlässige Teilchen. Ja, an, aus. Mehr ist nicht. Ja, die hat eine sehr gute Lichtausbeute. Die macht schön ordentlich, aber wie gesagt, da ist nichts mit Strobo oder sonst was. Nein, an, aus. Mehr ist nicht drin. So. So, da haben wir dann drei von den ganz normalen kleinen Batterien drin. Aber, wie gesagt, es hat mehrere Besonderheiten. A, diese wunderbaren Füßchen. Und ohne Witz, die helfen wirklich. Taschenlampe rein. Die Teile sind magnetisch und zwar wirklich heftig magnetisch. Also, und dann kann man die Taschenlampe im Prinzip dahin drehen, biegen, wo man sie will. Ja, auch die Füße, sag ich mal, drehen und biegen, wie man sie will. Und hat dann punktgenau ein Licht. Hat schon mal extrem weitergeholfen. Fand ich richtig, richtig gut. Wie gesagt, gerade für sowas, wenn man dann irgendwo am Schrauben ist und bevor man die Taschenlampe dann noch, klar, Kopflampe würde dann in dem Fall auch gehen, aber ich fand das hier richtig gut. So, die zweite Besonderheit. Ist dieses Teil. Wenn man die irgendwo fest installieren will, braucht man nämlich in dem Fall dann überhaupt keine Batterien mehr, sondern kann das Teil dazwischen bauen, dann einfach Schalter wieder dran und dann betreiben wir die Taschenlampe über eine ganz normale Steckdose mit 220 Volt. Wenn man jetzt, sage ich mal, in der Werkstatt oder wenn man so eine Werkbank, eine Werkstatt hat und sagt, okay, das Teil hier ist optimal, das bastel ich mir irgendwo ran und dann habe ich immer mein Licht dabei für eventuelle Feinheiten, dann wäre das eine weitere Option. Und sogar eine sehr gute, muss ich sagen. Wie gesagt, von der Lampe her ist das wirklich top. So. Oder wie gesagt, ganz normal. Auch mitnehmbar. Hat auch eigentlich ein gutes Maß als ganz normale Gebrauchstaschenlampe. Und dafür haben wir dann im Lieferumfang auch noch die Tasche dabei und einen Fangriemen. Ich musste eine Zeit lang suchen, bis ich diese wieder gefunden habe. Also es gibt noch eine V2 Workers Friend, die ist aber ein bisschen anders aufgebaut. Da sind, glaube ich, auch hier die Füße nicht dabei. Die sieht ein bisschen anders aus, ist wahrscheinlich das neue Modell. Die, da ist schon etwas älter, das Ganze. Habe sie dann aber trotzdem nochmal bei einem großen Online-Warenhaus in den USA gefunden. Zum Preis von umgerechnet ungefähr 40 Euro. So. Kurz und bündig wie immer. So viel dazu. Der Workers Friend V2 von LED Lenser. Und dann bis demnächst. Ciao.